Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch die Chamarops Homelles einen schönen kleinen Fasonschnitt verpassen. Das heißt, ich werde hier die abgeschnittenen alten Palmwedel einfach noch ein bisschen einkürzen, weil mir das so besser gefällt. So sieht die Pflanze aus. Vielleicht nach oben ein paar vertrocknete weg und dann fangen wir einfach mal hier an, würde ich sagen. Da ja ein bisschen von Unkraut befreien. Und dann schneiden wir hier die einfach mal schön zurück. Das Ganze werde ich jetzt mal im Schnelldurchgang für euch machen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht und nicht so lange zugucken müsst. Deswegen das Ganze jetzt im Schnelldurchgang. So, sieht die dann fertig aus. Ich finde, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Gefällt mir persönlich immer mit so am besten. Muss man, wie gesagt, allerdings nicht machen, weil es ist, wie gesagt, nur eine Schönheitssache, wenn einem das so gefällt. Oben habe ich auch ein paar dunkle Blätter, braune abgeschnitten. Die lasse ich noch dran, weil hier ist noch schön grün dran. Das kann sich die Pflanze schön nachziehen. Hier auch. Hier genauso. Ja, wie gesagt, hier unten treibt es auch neu aus. Ich finde, wenn ich mal hier weiter weggehe, sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Also mir persönlich gefällt es. Ob es jetzt euch gefällt oder so, ist immer so eine Geschmackssache. Ja, wie gesagt, das wollte ich euch noch mal hier zeigen. War nur ein kurzes kleines Video, wie ich da einen kleinen Schnitt verpasse. So, dass es uns gefällt halt. Ja. Man darf halt auch nicht zu viel zu weit reinschneiden. Da sollte man auch aufpassen, dass immer ein bisschen was hier noch über leicht übersteht. Und nicht bis hier unten hier mit aller Macht richtig nah dran. Weil das ist für die Palme jetzt auch nicht gut. Aber ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, das Video, Daumen nach oben. Und abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpassen tut. Bis bald im nächsten Video.